So, Freunde, willkommen zurück zu Alan Wake, zu einer weiteren Folge. Ich habe eine Ewigkeit nicht mehr gespielt und ich lasse mich mal überraschen, was auf uns erwarten, was uns erwarten wird. Wir müssen mal zum Aussichtspunkt. Meine Güte. Ich werde mal... Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Der Cauldron Lake. Das Haus im See. Er ist, okay. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Ich habe jetzt viele andere Spiele gespielt. Jetzt muss ich wieder mit der Steuerung klarkommen. Mal sehen, ob das was wird. Wake! Sind Sie das? Huch! Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Dein Führer redet mit uns. Nein, weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Schwöre? Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es. Ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Scheiße. Die ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt. Wissen Sie? Das ist Kacke. Aufhöre mit der Aufnahme und dann wieder anmache, ob Ewigkeit vergangen ist und dann ist fast wieder die Folge zu Ende. Aber gut zu wissen. Guck mal weiter. Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Kann passieren. Die Wahrheit. Alan. Shh. Baby. Es war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten nur wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Was? Tot? Nein, das wäre zu leicht. Das wäre viel zu einfach. Glaube ich nicht. Und wo ist dieser harte Stängelmann? Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Die Tür war abgeschlossen. Ich war gefangen. Schön, dass du es hier. Huch. Was machen wir denn da? Ach, da kommt er schon. Unsere Frau soll tot sein? Alice einfach so? Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Oh, geht ganz gut. Ruhiger? Ja. Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind.
Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Oh, ich will keinen Spaziergang. Das wird Ihnen gut tun. Ich will schießen und Schatten killen und was weiß ich alles, aber doch kein verdammter Spaziergang. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ey, wieso hab ich keine Xbox? Was spielt ihr denn da? Night Springs. Nice. Warum hab ich keine Xbox? Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Das ist rassistisch. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Oh, sorry. Hier lang, Alan. Muss mich kratzen? Ja, ich bin noch kein Hund. Ich komme da schon. Ein Fahrstuhl, nein. Erst sich ein bisschen umsehen, damit wir einen komischen Bären finden können. Oh, nee. Nicht, dass ich niesen muss. Nee. Oder? Oh, kennt ihr das? Kurz vorm Niesen? Dieses Scheißgefühl? Oh. Nicht. Das geht schon. Oh. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen. Von einem Gefühl, dass um Sie herum alles durchdreht. Auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Klingt doch logisch, oder? Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Ja, nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren, aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Na klar. Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Verdammt. Ich will eine Thermosflasche haben. Ewig keine mehr gesehen. Also, ihr wahrscheinlich schon eher, weil ihr ja die Folgen, wenn dann, regelmäßig guckt und ich ja halt eine längere Pause gemacht habe, also ihr müsst das schon verstehen, okay. Eine Sonnenuhr, geil. Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtendes Wunder. TZ, hä? Im Andenken an einem lieben Freund und Poeten. Verlassen. Und weiter? Sieht aber ein bisschen düster gerade aus. Sieht nach Regen aus. Wird es gleich regnen? Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend. Finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen. Und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Oh. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Gut, nee, das ist nicht cool. Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Was ich noch sagen Gute wollte... Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge?
oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind. Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Ich ließ ihn reden. Hartmann liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Dieser ganze Bullshit mit Text zugekleistert. Aber das kann ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Was ich nochmal sagen wollte, ist, dass die letzten Aufnahmen ohne Facecam waren. Das tut mir sehr leid. Meine Videokamera hat gestreikt und das war ein bisschen dämlich. Also ich hab's nämlich erst mitgekriegt, dass ich die Aufnahme beendet habe. Zutritt ja, fürs Personal. Als Sie eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn. Der Mensch gegen die Natur. Der ist wunderbarer. Ja, mein Maler. Also kümmert er sich wirklich um Künstler. Oh, hallo. Zeig mal. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartmann wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Kacke. In seinem Büro. Ach ja? Das sind er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch. Du verrückte hier. Thermoslasche. Super. Wie viel gab es? 100? Wo müssen wir überhaupt lang? Dr. Hartmann folgen. Ja, der ist weg. Wieso ist er weg? Alan, bitte. Hier lang. Ja, wo sind Sie denn? Hallo. Sind Sie hier oben? May, das können wir ja hier was werden. Hier. Nee, wo ist denn der? Bin ich doof? Hallo. Rennen können wir auch nicht. Was für ein Wunder. Überall ist zu. Was für ein Wunder. Ah, ich will es ja nicht schlecht machen. Ich finde bloß diesen verdammten Doktor nicht. Müssen wir raus? Nein, ist natürlich auch zu. So, da hinten. Kommen Sie, Alan, hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Und bitteschön, und Pause drücken, und weiter. Und weiter. Ich soll jetzt schreiben? Ein Römer bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Aber nur ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Alan. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Mir gefällt der Typ nicht. Kein bisschen. Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht zum Revier, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte! Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom! Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen! Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs.
Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden.